Mir haben Jugendliche in Hamburg gesagt, es ist für sie einfacher, an Gras zu kommen, als an Wodka, weil Wodka stark kontrolliert wird. Und das Gras, was sie bekommen, da wissen sie nicht, was drin ist, was für ein Wirkungsgrad das hat, ob es gestreckt ist, das kommt aus kriminellen teilweise Händen. Wenn ich nicht weiß, was drin ist, dann kann ich das auch nicht konsumieren. Ich geh mit 14 Jahren zum Dealer und ich kauf ein bisschen Cannabis. Er sagt, ich hab außer Cannabis auch noch anderen Shit. Ich hab gute Preise und für dich geb ich was extra. Wenn du davon etwas nimmst, dann macht das Peng wie an Silvester. Und ich denk drüber nach, eigentlich wollte ich doch nur Gras. Doch er sagt, es macht Spaß, dann kauf ich ihm was ab. Und er zeigt mir, wie das geht, er legt die Leine und rollt den Schein dazu. Zieht es von mir weg, ich seh ihm an, es geht ihm weiter gut. Er fängt an zu grinsen, schiebt den Teller her, ich mach's ihm nach. Und ab diesem Zeitpunkt fährt in meinem Kopf die Achterbahn. Beste Stille, egal, hätte ich es gar nicht versucht. Säß nicht in diesem Laden drin und dröhnte mich zu. Was heißt den Laden? Er rannt sich das Crack aus. Ich bin viel zu drauf und ich denk, ich muss jetzt raus. Zum Glück ist das Zeug verboten, sonst bin ich es ja nicht mehr. Haben. In der Schule kack ich ab, werd ein fauler Sack, krieg nichts mehr gebacken, wofür braucht man das? Gehe nicht mehr hin, häng mit meinen Leuten ab, treffen uns im Park und dann wird erstmal ein Joint gepappt. Wir lachen über alles, denken nach, wär's nicht illegal, hätten wir nicht so viel Spaß. Plötzlich kommt die Polizei, ja was ist denn das? Das sind drei bekiffte Teenies mit ein bisschen Gras, ey, und die hauen jetzt ab. Zum Glück ist das Zeug verboten, sonst bin ich es ja nicht mehr, denn für mich ist nichts so reizvoll wie Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Soll man hier lockern in Richtung Legalisierung? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat.